Treten Sie bitte hinter die weiße Linie. Ja, genau dort. Beantworten Sie bitte folgende Fragen mit Ja oder Nein. Sie sind Sascha K.? Ja. Sie sind am 21.08.1990 geboren? Ja. Sie waren selbstständiger Besitzer eines kleinen Geschäfts, bis Sie dann vor 40 Jahren in Rente gingen und waren seither unproduktiv? Ja. Naja, unproduktiv. Verzeihen Sie aber, wir stellen hier die Fragen. Sie haben Ihre Eltern Gertrud und Martin K. nacheinander wegen Demenz in den Jahren 2028 und 2034 ins Altersheim gebracht? Ja. Sie haben mit Ihrer Lebensgefährtin genau einen Nachkommen gezeugt? Ja. Herr K., wissen Sie eigentlich, wie viele Nachkommen eine Spezies pro Elternpaar benötigt, um ihren Fortbestand zu sichern? Ja, zwei. Mindestens zwei. Haben Sie des Weiteren den Vorschlag Ihrer damaligen Lebensgefährtin vom 9.10.2026 eine Riester-Rente abzuschließen abgelehnt, mit der Begründung, im Hier und Jetzt leben zu wollen? Ja, vielleicht. Woher wissen Sie das? Das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Wir arbeiten gründlich. Das ist jetzt ohnehin genug. Der Rest erübrigt sich. Sie sind der Letzte für heute. Würden Sie jetzt bitte noch die sich zur Rechten der weißen Linie befindliche Gesichtsbedeckung anlegen und dann einreihen? Willkommen auf Geron 7, Sequenzum Controllatum Ultimum, Transition 1a. Sie sind alle aus verschiedenen Gründen hier. Viele von Ihnen wissen vielleicht nicht warum. Dies wird sich für Sie im Einzelnen noch erschließen. Das Folgende ist reine Formalität. Sie beide sind schon mal Stufe 2. Sie sehen mir noch ganz lustig aus. Stufe 1. Sie wiederum 2. Wobei, wenn ich mir den Rest hier so anschaue, haben wir heute einen Überschuss an Zweiern. Dann vorerst mal 1, okay? Am Ende seid ihr sowieso alle gleich. Alle gleich? Und was ist mit meinem Vögelchen? Sehen Sie, ich habe es extra mitgebracht. Ah, Ihr Vögelchen. Dann wird auch eher 3. So, nun zu Ihnen. Guten Tag. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Das glaube ich auch. Gott sei Dank. Ich dachte schon, dass Sie eine 2 wären, das dachte ich auch. Aber jetzt sehe ich, dass Sie eine klare 3 sind. Setzen Sie Ihre Maske wieder auf. Was? Sie wollen mich doch wohl nicht mit denen hier vergleichen. Ich gehöre ja nicht her. Und für was sind die überhaupt da? Meine Mitarbeiter und ich arbeiten hier bis zu 16 Stunden am Stück. Und wenn schon viele Standards andere Arbeitsplätze angegriffen werden, dann möchte ich mir nicht auch noch meinen Sinn für Ästhetik von Ihrem Weltenerscheinungsbild verkümmern lassen. Also wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich habe nämlich noch Arbeit zu verrichten. So, Nächster. Erich, wie viele sind das noch? Wir sind jetzt schon ausgelastet. Noch ein ganzer Haufen. Ich habe Dennis das mal draußen warten lassen. Im Ernst? Wo sollen die denn alle hin? Von Tag zu Tag kommen mehr und gehen wollen immer weniger, wie es scheint. Wir werden zu einer richtigen Epidemie. Und jetzt Wände durchbrechen? Was heißt bei denen schon noch Privatsphäre? Einzelzimmer abschaffen. Ja. Wobei, die paar Zentimeter machen auch nichts mehr aus. Wir brauchen etwas Effizientes, etwas Unkonventionelles. Wie wäre es, wenn wir sie stapeln und verpacken? Gute Idee. Und wie glauben Sie, kriegt man wohl übereinander? Ja? Was? Okay, ich bin sofort da. Hören Sie, es gibt ein Problem auf Transition 4b. Sie bleiben erstmal hier und kümmern sich um die. Ich lass mir noch was einfallen.